Naja, machen wir einen zweiten Teil draus, nützt nichts. Wir hatten die Aufgabe gestellt und das hieß dann, ich wollte dann gerade noch schreiben, Pi mal r Quadrat, das ist nämlich die Kreisfläche und das mal k, ne? Das ist Volumen eines Zylinders. So, und jetzt gibt es schon erste Ergebnisse. Wir haben in der Zeit gerechnet, wo ich den Computer neu gestartet habe. Machen wir mal eine Pause. Ja, Ergebnis war schon richtig. Grundfläche ist 11 cm mal 5 cm, sind also 55 Quadratzentimeter. Und dann bloß noch mal 3 cm genommen, das ist die Körperhöhe. Und dann kamen raus 165 was bitte? Na klar, Kubikzentimeter, ne? Quadratzentimeter mal Zentimeter. Gut, hätten wir das. Und dann hast du was gemacht. Genau hier im unteren Teil, also mit diesen Formeln umzugehen, heißt dann, die Kreisfläche sind nur 3,14. Pi reicht uns da in der Genauigkeit mal 1 Zentimeter in Klammern zum Quadrat. 1 Zentimeter, 1 Zentimeter sind 1 Quadratzentimeter mal 3,14, ist klar. Und da das aber noch 2 Zentimeter tief ist, so ein Loch, haben wir gesagt, hier haben wir die Fläche mal Körpertiefe, in dem Fall Körperhöhe, mal 2 Zentimeter, kamen wir auf 6,2 Kubikzentimeter. Und jetzt, was können wir jetzt machen? Was hast du dann gemacht? So, und da wir das ja hier einsetzen, ich mache das mal wieder in einer anderen Farbe, jetzt sieht man das besser. Diese Formel angewandt heißt V-Holz, das echte Holz, was also wirklich noch übrig ist, ohne Löcher, ist Vollkörper 165 Kubikzentimeter minus 3 mal 6,28 Kubikzentimeter. Punktrechnung vor Strichrechnung. Achso, Entschuldigung. Ist klar. Und demzufolge müssen wir erstmal die 3 mal 6 rund knappe 20 Kubikzentimeter. Es müssen rund 140, 145 Kubikzentimeter rauskommen. Und genau ausgerechnet heißt das, V-Holz ist gleich. Moment. So, und jetzt haben wir 146,16 Kubikzentimeter. Eben kam nochmal die Frage, das ist auch ganz interessant. Muss das nicht dann Zentimeter hoch 6 sein oder Zentimeter hoch 0 oder was? Ne? Achtung, das ist genau das gleiche, als wenn ich schreiben würde. 165 Milliliter. Und bei Litern oder Milliliter sagt man auch nicht, das wird Milliliter zum Quadrat. Ne? Also ich ziehe, dass die Einheit heißt, was ist es? Euro oder Milliliter oder sonst was. Ich ziehe also in so einem Fall beim Abziehen, lasse ich die Einheit gleich sein. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich auch eine sauschwierige Formel verwenden kann für folgenden Umstand. Und zwar, ich könnte sagen, ein Rohr hat ja eine Wandung. Und ein Rohr ist ja eigentlich nichts weiter als ein hohler Zylinder. Aber wenn man errechnen will, wie viel Material brauche ich, um überhaupt so ein Rohr herzustellen, denn ich kann es ja nicht einfach aus nichts herstellen. Aus nichts, dann würde nichts drin bleiben oder weitergeleitet werden können. Dann kann ich mir das Ding als hohlen Zylinder vorstellen. Und jetzt gibt es ja diese Formel, wenn das der große Durchmesser ist. Ich glaube, ihr ahnt es schon vom Umformen, ne? Da haben wir das in Mathe mal gemacht. Und das ist der kleine Durchmesser. Und das ist die Körperhöhe des ganzen Gerätes. Gibt es ja folgende Formel. V ist gleich. Und jetzt Pi Viertel groß D Quadrat minus klein D Quadrat. Und das mal Körperhöhe. Dann hätten wir das auch. Wir werden aber, wir versuchen es mal, ob das auch ohne diese Formel geht, ob man die so schwierig machen muss. Und zwar für folgende Größen. Groß D sei, bleiben wir wieder im Zentimeterbereich, 10 Zentimeter. Und klein d sei 9 Zentimeter. Und k sei 20 Zentimeter. Pi gilt wieder als 3,14, das genügt. Aber bevor das machen, machen wir erstmal Pause. Wenn wir jetzt nicht diese Tafelwerksformel hier, diese, ach na, wenn wir die jetzt mal nicht nutzen wollen, sondern wir sagen, wie gehen wir grundsätzlich ran, wenn wir kein Tafelwerk haben? Was machen wir? Ganz genau, allgemeine Betrachtung wäre, das Volumen ergibt sich aus V außen, als wenn kein Loch drin wäre, minus V innen, das rausgebohrte. Es baut keiner eine Büchse, indem er ein Vollmaterial nimmt und dann einen Bohrer nimmt, das ist klar. Aber so ist die Herangehensweise, ganz genau. So, und jetzt seid ihr wieder dran. Dann Action.
Mal bloß ein Rechentipp, wenn ich zum Beispiel 3,14 mal 500 nehmen muss, mache ich Folgendes. Es geht viel leichter. 5 mal 4, also ist gleich. Ich lasse jetzt mal alles weg. Bloß mal die Nebenrechnung. 5 mal 4, 20. 5 mal 1, 5 und 2 ist 7. 5 mal 3, 15. Gucken, 2 Nullen. Aha, 2 Kommastellen, schwupp. Hier ist es. Also, dran denken. Na klar, wir fangen erstmal an mit V außen. Ist gleich. Und jetzt sagen wir, V außen heißt Grundfläche. Und die Grundfläche ist Pi mal R Quadrat. Und dann mal Körperhöhe. Jetzt erfüllen wir das mit Leben. 3,14. Jetzt kommt, Achtung, der Radius ist die Hälfte vom Durchmesser. Der Radius, der strahlt hier. Der Radius geht in der Mitte bis nach außen hin. Wenn das 10 cm Durchmesser sind, muss es 5 cm sein, ne? Also schreibe ich dann in diesem Fall, ich mache das mal in Rot, damit es auffällt. 5 cm in Klammern zum Quadrat. Und jetzt geht es weiter ganz normal mit mal Körperhöhe, das sind 20 cm. Weitergerechnet. 5 mal 5 sind 25 Zentimeter mal Zentimeter, Quadratzentimeter mal 20 Zentimeter und den ganzen Mist nochmal 3,14. Merkt ihr was? Nur hinschreiben. Nicht lange rätseln. Jetzt kommen wir zu dem Fall. 25 mal 2 kann ich hier ausrechnen, sind 50 und noch die 0 hinten dran. Aha, 500 Quadratzentimeter, ja, sauberer, mal Zentimeter ist Kubikzentimeter. Und jetzt kam die Aufgabe. Also schreibe ich, 5 mal 4 ist 20, 2 gemerkt, 5 mal 1 ist 5 und 2 ist 7, 5 mal 3 ist 15, 2 Nullen und jetzt 2 Kommastellen, schwupp, und die Kubikzentimeter dahinter. Ich kann das mit Komma 0, 0 stehen lassen, tut ja nicht weh, das ist V außen. Dementsprechend muss ich jetzt V innen errechnen. Das ist ein Teil. Ich muss eine V innen errechnen. Also sage ich V innen, kürzen wir es mal ab. Naja, ich schreibe noch einmal V innen. Ist gleich wieder Pi mal R Quadrat. Aber der kleine Radius ist jetzt gemeint und dann mal Körperhöhe. Das bleibt so. Grundfläche ist das mal Körperhöhe. So, und jetzt geht's los. VI ist also 3,14 mal. Achtung, jetzt müssen wir aufpassen. Die Hälfte davon sind 4,5 cm in Klammern zum Quadrat mal 20 cm. So, wie kommt man jetzt am leichtesten dazu? Indem man sagt, man kann es schrittweise machen. Entweder man nimmt 4,5 mal 4,5 oder man nimmt erst 4,5 mal 20 und dann nochmal mal 4,5. Was euch leichter fällt, ist mir egal. Also 4,5 mal 20 machen wir es mal so. 3,14 abgeschrieben mal. Wenn ich das ausschreibe hier, heißt das 4,5 cm mal 4,5 cm. Das heißt 4,5 cm in Klammern zum Quadrat. Also, 2 mal 4,5 ist 9 und eine 0 dran. Also 90 Quadratzentimeter mal 4,5 cm. Das geht nämlich leichter zu rechnen. Warum? Jetzt sage ich 9, 3,14 nochmal abgeschrieben, rechne ich immer noch nicht. 9 mal 4 ist 36 und 9 mal 5 ist 45. Achtung, 36 und 45 ist 40,5. Aber das werden nicht 40,5 rauskommen, sondern ich muss das Komma wegnehmen, denn 90 mal 5 ist ungefähr 450. Und dann weiß ich, dass hier kein Komma hingehört. Quadratzentimeter mal Zentimeter, Kubikzentimeter. Ihr könnt das alles mit einer Nebenrechnung machen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Jetzt kann ich den gleichen Käse nochmal machen, aber jetzt machen wir mal eine Nebenrechnung. Es geht nämlich einfacher. Kleiner Moment. Moment. Die Frage kam nochmal, wieso ist da V außen R5? Nochmal zum Kreis. Ein Kreis hat einen Durchmesser, der durchmisst. Man sagt manchmal auch, er durchmaß den Raum mit großen Schritten. Das hieß, der ging von einem Ende zum anderen. Wenn das 10 cm sind, und der Radius, der strahlt nämlich von der Mitte, von einem Punkt aus an den Rand, dann ist der Radius nur halb so groß. Daher kommt das. Okay?
Es gab noch mal eine Frage hierzu. Nochmal. Also entweder ich mache die Nebenrechnung so, dass ich zuerst sage, 4,5 mal 4,5, rechne das aus und nehme dann das Ergebnis, was da rauskommt, mal 20. Oder ich sage 4,5 mal 20 und muss dann nochmal, was hierbei rauskommt, also hier drunter, was hierbei rauskommt, mal 4,5 nehmen. Denn ich muss ja 4,5 mal 4,5 irgendwie zweimal unterbringen. Also nochmal zur Nebenrechnung, die 3,14 mal 4, 105, 3,14 mal 405, Komma setzen wir später, ne, Komma ist ja da, 4 mal 4 ist 16, 4 mal 1 ist 4 und 1 gemerkt ist 5, 4 mal 3 ist 12, ranschreiben. Jetzt eine 0, jetzt kann ich alles mal 0 nehmen, ich könnte hier Nullen auffüllen, das ist Quatsch, ne? Das ist eigentlich albern, aber die 0 muss auf jeden Fall mit hin. Jetzt 5 mal 4 ist 20, 5 mal 1 ist 5 und das ist 7, 5 mal 3 ist 5, 10. Man sieht jetzt, weshalb ich die 0 hingeschrieben habe. Hier eine 0, 7, 11, hier 1 gemerkt, 7, 2, 1. Jetzt gucken wir, zwei Kommastellen müssen hin. 1, 2, 7, 1,7. Also, VI wie innen ist 1, 2, 7, 1,7 Kubikzentimeter. Jetzt habe ich hier zwei Zwischenergebnisse. Die muss ich noch verquicken, und zwar hiermit, zu meiner Grundüberlegung. Und wenn ich das verquicke, heißt das vor außen minus vor innen. Dann schreibe ich das nochmal schnell hin. Oh, nein, das wäre jetzt etwas brutal gewesen, falscher Stift. So, also, V ist demzufolge V außen minus V innen. Jetzt schreiben wir es mal hin. Geht das überhaupt? Guck mal. Ist das größer? Ne, wenn ich es nicht abziehen kann, da kann ich auch schon merken, dass da was Kleines rauskommen muss. Also, da machen wir wieder eine Nebenrechnung. Ich ziehe von 1570,0, 1271,7 ab. Das ist meine nächste Nebenrechnung. 10 minus 7 ist 3. 10 minus 1 ist 9 minus weitere 1 gemerkte ist 8. 7 minus 7 wären zwar 0, aber ich muss sagen, Achtung, ich hatte hier gesagt 10, also muss ich mir 1 merken. 7 minus 8 geht nicht, 17 minus 8 ist 9. Jetzt habe ich hier durch die 17 mir wieder 1 geborgt. 5 minus 2 ist 3, minus 1 ist 2 und 1 minus 1 ist 0. Es bleiben nur noch 298,3 Kubikzentimeter übrig. Die Aufgabe, die dahinter steht, könnte durchaus sein, ich habe ein Röhrchen und möchte den Materialbedarf, also das reine Eisen oder Alu oder Plastik oder was, woraus es auch immer ist, möchte das echte Volumen des Materials berechnen. Und dann kann man sowas zum Beispiel machen. Das steht dahinter. Bei uns war es aber nur eine Übung. Ich mache mal Pause. Ganz genau, das kommt zwar auch erst in höheren Klassen dran. Nebenbei gesagt, für nicht fürs Protokoll, aber für die Zuhörer, das ist ja die 7. Klasse, was wir machen. Kann sich jeder bei seinen Teil dabei denken. Nochmal, die Frage kam, muss denn zum Beispiel 4,5 4,5 Zentimeter immer in Klammern geschrieben werden? Ja, weil, das kommt später. Das heißt ja R Quadrat, ne? 4,5 Zentimeter. Wenn ich das so schreibe, bedeutet das, ich muss das hier quadrieren und ich muss das hier quadrieren. Wenn ich das nur so schreibe, 4,5 Quadratzentimeter, dann habe ich eine fertige Fläche. Dann ist gar nichts mehr zu quadrieren. Das bloß mal nebenbei. Ne, die Klammern sind immer so dafür da, dass man ein bisschen drüber nachdenkt. Probieren wir mal folgendes Beispiel, damit das nicht so gewaltig wirkt. 3 mal 2 in Klammern hoch 2 könnte ich schreiben als 3 hoch 2 mal 2 hoch 2. Oder ich könnte zuerst die Klammer ausrechnen, ist 6 hoch 2. Ich kann aber 4,5 und die Zentimeter nicht zusammenmuscheln, so wie ich 3 mal 2 rechnen kann. 36 muss rauskommen. Das wissen wir. 6 hoch 2, das ist kein Problem. 3 hoch 2 ist 9. 2 hoch 2 ist 4. Aha, 9 hoch 4, 9 mal 4 ist 36. Daher kommt das.
Bloß, dass ich eben mit den Buchstaben und den Zahlen keine. Ich kann nichts vermischen. Ne? Also deswegen die Schreibweise ist wichtig. Das bloß nochmal am Rande. Statt dieser Schreibweise hier in Klammern zum Quadrat darf ich auch schreiben, das ist genauso gültig. Das ist 4,5. Ich mache das mal gleich, weil ich das jetzt hier in Rot hatte, damit es besser auffällt. 4,5 cm mal 4,5 cm. So darf ich das auch hier oben reinschreiben. Also ich könnte hier schreiben, das hier könnte ich auch schreiben als 4,5 cm mal 4,5 cm. Wer das so macht, ist auf der sicheren Seite. Das geht immer. Ja, klar. Wir haben folgendes mathematisches Problem, und zwar, wir haben Bauklotz. Der Arc de Triomphe, ja, klar, natürlich. Wir machen das aber jetzt in Zentimetern. Wir sind Kumpel und sagen, folgende Maße gelten. Von hier bis hier ist es ganz schön weit. Nee, kommt, wir machen es doch so. Das seien mal 30 Meter. Das ist aber nicht der Arc, der richtige Bogen. Von hier bis hier seien es 20 Meter. Und von hier bis hier seien es. Warte mal. Und das ist. Na, ich habe das jetzt ein bisschen hässlich gemalt. Das ärgert mich. Schade. Ja, gut, sagen wir. Von hier bis hier sind es 20 Meter. Und von hier bis hier sind es 10 Meter. Und was haben wir noch? Ach so. Und der ganze Bogen ist breit 10 Meter. Und zwar, wir möchten das echte Gesteinsvolumen haben. Ohne Loch. Grundsätzliche Überlegung. Ich gebe mal den Tipp. Wenn ich mich hier hinstelle, hier unten, zwischen die 20 und von hier nach dir hier messe, ist es genauso weit wie von hier nach da und lustigerweise auch genauso weit wie von hier nach da oder von hier nach da. Das ist immer gleich. Also rote Entfernung ist immer gleich. So, na denn. Gesucht ist das Volumen der Steine. Das sei eine Steinbrücke, ne? Frau Stein. Na denn. Genau, die grundsätzliche Überlegung ist erstmal, das Volumen ergibt sich aus V voll. Und dann? Genau. Also, wir sagen, das Volumen, was sich hinterher für die Steine ergibt, Frau Stein, ergibt sich aus V voll, ohne diesen ollen Bogen hier, als wenn ich alles dicht gemauert hätte, allerdings könnte keiner durchfahren. Und dann minus V Loch. Genau das gleiche Prinzip. Jetzt aber noch eine Frage, was ist ein V Loch? So, das heißt also V Stein, ich mache mal VS dazu, ist gleich VV wie V voll minus V Halbkreis. Genau. Ja, und das müsste jetzt relativ leicht sein. Aber einen Haken hat die ganze Geschichte. Ich sehe hier keine gleiche Grund- und Deckfläche. Was müsste man tun? Genau, drehen wir den ganzen Kram und schon ist es wieder leichter. Was habe ich dann? Wie groß ist das dann? Wenn ich das gedreht habe, dann ist das? Bitte? 10 Meter, ne? Genau. Dann wird plötzlich die Dicke hier der Brücke, die Breite der Brücke, können wir auch sagen, hier Breite, hier oben, hier fahren sie ja lang, wird die 10 Meter. Jetzt muss ich mir bloß noch die restlichen Meter überlegen und dann geht's einfach. Na denn, Action, euer Part. Wir haben es zusammen erarbeitet, also das V voll geht leicht, ne? 30 mal 20 mal 10 Meter jeweils sind 6000 Kubikmeter. Das wäre Vollstein, wenn kein Bogen drin wäre. Und jetzt V Halbkreis ist Pi mal R Quadrat Pi. R Quadrat steht hier, ist 10 Meter mal 10 Meter, mal 10 Meter die Körperhöhe durch den umgekippten Bogen. Ne? Ist das zur Körperhöhe geworden? Und das Ganze aber mal ein halb, weil es ja sonst ein Vollkreis wäre. Und dann kommen wir auf 1570 Kubikmeter. So, und von 6000, wir hatten ja gesagt, das ist voneinander abgezogen.
Hier, das geht um Folgendes. Hier, diese Formel. Da diese Größen eingesetzt, hier geht ganz leicht, dann kommen wir auf ein entsprechendes Ergebnis. Das heißt, 4430 Kubikmeter ist dann die wahre Steinmenge. Okay.